sieht man auch schon irgendwie. Ja, absolut. Provoziert den Topspin, um dann selber vielleicht erstmal halt. Ja, da auch wieder aggressiv auf den Schiedsrichter gerade. Er war ja nicht ganz zufrieden. War schon extrem. Habe ich ein bisschen wahrgenommen so. Ja, absolut. Vor allem, weil halt der Flip überm Tisch so unfassbar gut geworden ist hier. Ja, auch da eigentlich. Ja, da war er halt. Ganz sicher in dem Spiel. Wenn die sich ein bisschen angetastet haben, dann. Für die Zuschauer wollen wir das doch mal hoffen. Ja, weil wenn es so bleibt, es läuft noch nicht so richtig rund. Extrem guter, gerade für Grenzau eher ein bisschen überraschend, aber trotzdem sehr, sehr gut. Für Ochsenhausen. Richtigen Mann verloren. Aber die haben halt noch gute Leute hinten dran und in Ochsenhausen wird extrem gut gearbeitet, da der erste Ballwechsel. Ja. Aber das ist darin Fach zu bringen, sieht ja momentan wirklich sehr gut aus. Ja, starker Ball. Schiedsrichter ja dann aufstehen und dann den Tropfen wegmachen. So ist es ja jetzt eigentlich auch geregelt. Weil ich jetzt auch ein bisschen verwundert, warum der Schiedsrichter dann nicht aufsteht. Ja. Kämpft das, was nie gestimmt hat, weil er immer kämpft jeden Ball. Aber er zeigt jetzt. Boah. Schön in den Ellenbogen rein. Ja. Leider nicht gut bewegt. Der erste Satz geht. Ist oftmals im Vorteil. Ja. Ah, da ist aber auch. Der sah auch meiner. Ich glaube, gegen Falk war es so. Ja. Aber muss jetzt langsam. Muss er eine Angabe. Auf einen Fehler warten, fertig. Ah, das ist mal ein Typ. Eigentlich extrem. Ja. Sah für mich auch. Patrick jetzt öfters schon mal bei den ersten Spielen gesehen. Da war ich auch verwundert. Das ist ein guter Ball. Sehr auf jeden Fall an. Ja. Das ist ein guter Rückschlag, ja. Genau. Riesen haben. Da muss er hin, direkt an die Kante, beim zweiten aufspringen. Aber schon wieder auch. Taktisch bisher ganz, ganz groß von Kanakchade. Patrick Baum kommt absolut nicht in seinen Rhythmus, nicht in seinen. Macht einen extrem guten Eindruck hier von seinem körperlichen her. Ja. Auch da wieder nicht fest, aber die Platte gar nicht mehr drankommt. Das heißt schon was. Aufschlag, Rückschlag. 2-0. Ciao. Spaß beiseite. Aber auch da, du hast. Also, vielleicht noch eine Sache, noch ein einziges Beispiel. Das ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler. Wir wollen jetzt hier keinen Spieler auch schlecht reden. Der Spieler ist extrem gut. Absolut, absolut. Weiteren Ballwechsel, ja. Dann ist nicht mehr viel zu holen. Das sind die Ball. Jetzt auch. Ah, in die Mitte. Da war mal dabei. Das ist auf jeden Fall jetzt ein Mittel. Halb. Ja, passiv. Jetzt Fuyong. Sehr bekannt auch für gute Taktik. Bin ich mal gespannt, was er machen wird. Ja. Dann kam seit Unterdach raus. Er hat sowas erwartet. Ja, also er hat mit sowas gerechnet. Und jetzt. Leichte, richtig leichte Fehler von Kamischa. Ja. Gut. Jetzt nicht mehr so. Ja, das Ding da ist hat er durch, keinen ja? Bock mehr. Tischtennis muss vielseitig und vielfältig bleiben. Ja. Und da ist ein Patty Baum jetzt in der Bundesliga. In der Bundesliga spielt. Ja, absolut. Startseite.
Wahnsinnsball. Ganz, ganz Wechsel zu bringen. Gutes Ding. Jetzt ein bisschen Killer drauf. Ja. War aber richtig. Sehen, was da schon rauskommt jetzt mittlerweile. Das ist schon extrem. Er hat schon sehr an sich gearbeitet, oder? Ja. Er hat noch viel Potenzial auch nach oben, da insgesamt sein Spiel noch zu verbessern. Boah, die Blockbälle. War zweimal unglaublich gut. Oben und spielst nicht. Ach so. Na gut. Schon dabei. Ja, gut angefangen. Das ist jetzt auch nicht so schwer, das zu analysieren. Das kriegen wir auch hin, wenn wir uns das nochmal angucken. Aber das, ich finde das extrem. Also ich weiß nicht, ob das so normal ist. Also bei Kanakshan weiß ich, dass es oft vorkommt, aber... Stark, stark. Er führt. Einfacher Fehler, den... Schon ein paar Tage her. Oh, Alter. Macht auch nicht jeder, finde ich stark. Er war die Spielanlage, auch wenn das anders aussieht von der Technik her, aber die Anlage ist definitiv. Ja. Oh, ganz eng. Ja, schlaue Aufschlagvariante. Da hat er Glück. Da hat er Glück. Ja. Yep. Yep. Und dann macht er weg. Ja. Ah, bitteres Ding. Also. Er war eigentlich drin, er war drin, er wusste, wie es geht, was er machen muss. Ich glaube, das ist so ein ganz typisches Spiel, wo man sich denkt,